Hallo Frau Waldenbach, Sie sind ja dieses Jahr unsere Division Distinguished Speaker von der German Language Division, der American Translators Association, des amerikanischen Übersetzerverbandes. Ich freue mich erstmal, dass Sie kommen konnten. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Das freut uns natürlich. Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen? Mein Name ist Lisa Waldenbach, ich bin Sprachwissenschaftlerin und in Deutschland Referentin bei Institutionen wie dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger und der Akademie der Deutschen Medien. Und auf diese Weise sind die Vielschreiberinnen und Schreiber in Verlagshäusern und Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen meine Zielgruppen geworden. Prima. Und Sie machen diesen Beruf seit 20 Jahren? Seit knapp 20 Jahren. Mhm. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Ich habe sehr lange an der Universität gearbeitet als Sprachwissenschaftlerin und habe dann über meinen Professor einen Kontakt bekommen zum Niedersächsischen Kultusministerium in Deutschland. Damals war der niedersächsische Kultusminister Präsident der Kultusministerkonferenz und hat diese Rechtschreibreform, die ein internationaler Staatenvertrag ist, von deutscher Seite aus unterzeichnet. Und man suchte damals eine Referentin, die in einer Zeit, als die Reform sehr kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, eben zu Podiumsdiskussionen gehen kann, um ein bisschen die Reform deutschlandweit zu kommunizieren. Das war der Anfang. Das ist ja sehr spannend. Ja, ich war zu einem sehr frühen Zeitpunkt dabei sozusagen und dann hatte ich eine spannende Referenz und mit der recht guten Referenz war der Rest dann eigentlich, ich musste nicht akquirieren, sondern war sozusagen Flüsterpropaganda und ich bin zu einem sehr frühen Zeitpunkt dann mit Institutionen zusammengekommen wie Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger oder Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, die eben massiv von der Reform betroffen waren. Und wie viele Seminare geben Sie in etwa im Jahr? Etwa 200 pro Jahr. Wobei die natürlich unterschiedliche Formate haben. Es gibt Kurzformate, Langformate, also in etwa 200 pro Jahr. Da sind Sie ganz schön beschäftigt. Das ist mit viel Reisen verbunden. In Deutschland, ich bin auch sehr, sehr häufig in der Schweiz tätig, in Österreich, Polen, Ungarn. Also überall dort, wo Deutschsprachige eben diese neuen Regeln anwenden müssen. Was macht Ihnen denn besonders Spaß in Ihrem Beruf? Es ist die Unterschiedlichkeit der Menschen, mit denen man zusammenkommt. Sie müssen sich vorstellen, ich bin an einem Tag bei einem Fernsehsender, am nächsten Tag bei einem Oberverwaltungsgericht, am dritten Tag bei einer Privatbank, bei der internen, externen Kommunikation. Und es sind die Menschen und die Unternehmenskulturen, die man kennenlernt, die sehr unterschiedlich sind, je nach Unternehmen. Das ist ja wirklich sehr faszinierend. Das ist es auch nach so vielen Jahren noch. Also es ist nicht nur die deutsche Sprache, die deutsche Orthographie, die Sie faszinieren, sondern auch die Menschen, die Sie angetan haben. Damit hat es angefangen und dass mir dieser Beruf das bescheren würde, konnte ich am Anfang nicht wissen. Und das ist natürlich auch ein Mosaiksteinchen, diese Reise in die USA, dass mir dieser Beruf sowas ermöglicht hat. Da sind wir auch sehr froh drüber. Gibt es denn auch Herausforderungen, die speziell für Ihren Beruf sind? Also zum einen ist es natürlich die häufige Reisetätigkeit, die zunehmend weniger Spaß macht. Ich habe Familie und es ist nicht besonders spaßig, immer abends im Hotelzimmer zu sitzen. Das ist das eine. Ich versuche das zu reduzieren, immer morgen anzureisen. Dann ist es, es gab eine Phase in Deutschland, als diese Rechtschreibreform kontrovers diskutiert wurde, als das ein hochaggressiv diskutiertes Thema war und ich wirklich mich manchmal als Blitzableiter gefühlt habe zu einem Thema, das ich ja nicht zu verantworten habe. Ich habe mich nur intensiv damit beschäftigt. Das fand ich anstrengend. Und ich finde es auch anstrengend, dass man immer auf den Punkt genau fit sein muss. Es ist kein Beruf, bei dem man sagen kann, heute habe ich eine Erkältung, ich mache mal meine Bürotür zu und mache es mal langsam. Also man muss immer auf dem Punkt fit sein, man darf nicht krank werden. Dieser Druck, nicht krank werden zu dürfen, ist zum Beispiel ein großes Thema. Hatten Sie denn jemals das Gefühl, schon wieder eine Rechtschreibreform? Ja, zweifelsohne. Das, was gelaufen ist, ist wenig vermittelbar. Es hat drei massive Nachbesserungen gegeben. Dann hat man 2006 das Reformwerk in weiten Teilen, überarbeitenden Teilen auch zurückgenommen. Und das war natürlich in der breiten Öffentlichkeit nicht mehr vermittelbar. Dafür habe ich größtes Verständnis. Und man muss auch sagen, es hat keine professionelle Public Relation rund um das Thema gegeben. Da ist alles falsch gelaufen, was man nur hat falsch machen können. Okay. Wir sind hier in den USA und Sie wissen sicherlich, dass es noch nie eine groß angelegte Überarbeitung der englischen Rechtschreibung gab. In Deutschland gab es nun mehrere. Wie ist das denn mit der Entwicklung der Schriftsprache?
Wie entstehen diese Änderungen? Wie werden die festgelegt? Werden sie umgesetzt? Gibt es einen Ausschuss oder eine Behörde, irgendeine Stelle, die irgendwann sagt, das wird nun so und so geändert? Gibt es eine zuständige Stelle? Ja, es gibt, man hat 2005 einen Rat für deutsche Rechtschreibung eingesetzt, der jetzt die Aufgabe hat, die Umsetzung der Rechtschreibreform zu beobachten. Man betreibt an der Universität Saarbrücken die größte Rechtschreibdatenbank der Welt mit 4 Milliarden Einträgen und untersucht, wie gehen die Deutschen mit der eigenen Rechtschreibung um. Also was machen Schulkinder, was wird in Sprachberatungsstellen gefragt, welche Variantenschreibungen verwendet die deutsche Presse. Und man versucht sich einen Überblick zu verschaffen, wie man mit der eigenen Rechtschreibung umgeht. Und dann wird man gegebenenfalls das Regelwerk auch sukzessive Nachbesserungen, wobei das keine gravierenden Nachbesserungen sind. Bislang war der Duden ja das maßgebliche Rechtschreibwörterbuch in Deutschland, dem hat man die Sprachhoheit weggenommen. Das ist auch ein Wörterbuch aus einem privatwirtschaftlichen Verlag und hat sie eben dem Rat für deutsche Rechtschreibung übertragen. Sehr interessant. Und findet das regelmäßig statt oder ist das sporadisch? Die treffen sich regelmäßig. Das ist eine Institution, dieser Rat für deutsche Rechtschreibung ist am Institut für deutsche Sprache in Mannheim angesiedelt, trifft sich vielleicht 8 bis 12 Mal pro Jahr und begleitet sozusagen die Umsetzung der Reform. Und gibt dann auch regelmäßig neue Empfehlungen raus? Ja, die haben eine eigene Webseite, die habe ich auch in der Veranstaltung bekannt gegeben, bei der man dann nachschauen kann, was es für Nachbesserungen gibt. Mhm. Oder welche Empfehlungen ausgesprochen werden oder was man problematisch sieht. Und man kann auch mit diesem Rat für deutsche Rechtsprechung in Kontakt treten und seine Meinung äußern. Ob das dann im Detail aufgegriffen wird, weiß ich nicht, aber zumindest gibt es diesen Informationskanal. Sehr interessant. Haben Sie das schon mal gemacht? Ja, ich bin auch eingeladen worden vom Rat für deutsche Rechtschreibung zu einer Kommissionssitzung, in dem ich über meine Arbeit berichte. Und zwar ist mein Zugang zu dem, was Schreibende fragen, die ein anderer, als wenn man meiner Sprachberatungsstelle anruft. Mhm. Und ich habe in einem Kommissionsbericht eine Passage verfassen dürfen. Der Kommissionsbericht ist so geheim, dass ich nur meine eigene Passage lesen durfte und wurde dann eben gefragt zu meinen Seminarerfahrungen. Und damit war gemeint, was fragen die Schreibenden mich? Mhm. Und das war auch eine sehr spannende Erfahrung, mal vor so einem Rat aufzutreten. Der ist ja sehr facettenreich. Mhm. Nun sind Sie extra aus Deutschland angeflogen, um uns hier über deutsche Rechtschreibung und Grammatik und ähnliche Dinge zu unterrichten. Wie war denn Ihre Erfahrung bei der ATA-Konferenz? Ich glaube, Sie waren noch nie bei der Übersetzerkonferenz hier in den USA. In Deutschland haben Sie ja schon Erfahrungen mit dem BDÖ gemacht. Wie war denn die Erfahrung für Sie? Ausschließlich positiv. Ich fand die Organisation im Vorfeld meiner Reise schon sehr professionell und perfekt. Das Gleiche hat sich hier fortgesetzt. Ich habe sonst sehr andere Erfahrungen. Also ich fand es vor Ort professionell umgesetzt. Ich war nicht darauf gefasst, dass so eine große Gruppe hier anreisen würde. Ich finde die Atmosphäre sehr angenehm, sehr viele nette, interessante Leute. Ich habe angefangen von Aufzuggesprächen im Aufzug, auch intensivere Einzelgespräche geführt. Ich fand alle Leute sehr offen. Und es gibt einen großen Unterschied. Die Seminare in Europa, in Deutschland sind zum Teil finden in einem ziemlich scharfen Ton statt. Sie müssen sich vorstellen, dieses Thema Rechtschreibung ist ein kontrovers diskutiertes Thema und es gibt sehr viel Schärfe in den Seminaren. Also man fragt nicht einfach nur, will irgendeinen Umstand wissen, sondern das ist mit einer gewissen Schärfe verbunden und das habe ich hier überhaupt nicht wahrgenommen. Ich fand die Leute sehr offen, sehr freundlich, sehr wissbegierig, sehr interessiert am Thema, aber es gab keinen scharfen Ton und das fand ich sehr angenehm. Ich habe jetzt ein Seminar und eine Vorlesung gehabt sozusagen und das unterscheidet sich von dem, was ich im Berufsalltag oft in Deutschland habe. Nicht immer und es ist auch von je nach Zielgruppe unterschiedlich, aber das habe ich sehr oft. Das ist schön, dass wir Ihnen ein schöneres Erlebnis bieten können. Ja. Das freut uns natürlich sehr. Haben Sie denn noch andere Vorträge angeschaut oder daran teilgenommen? Ja, ich habe verschiedene Sachen. Ich habe natürlich erstmal mir das Seminarprogramm durchgelesen, um mir einen Überblick zu verschaffen, was Kolleginnen und Kollegen in ihrem Bereich anbieten. Und ich wollte eigentlich jetzt morgen, ich hatte gestern selbst eine 3-stündige Veranstaltung, heute eine, und ich wollte eigentlich jetzt morgen, soweit meine Abreise das zulässt, noch Verschiedenes mehr anschauen. Sie finden da also auch Themen, die für Sie interessant sind? Absolut, absolut. Also ich kann nur, ich spreche Deutsch, Französisch und Englisch, andere Sprachen kann ich nicht aufsuchen, ich kann nur dorthin gehen, wo ich was verstehen kann.
Und das werde ich auch morgen tun. Hm? Wunderbar. Hatten Sie auch Gelegenheit, sich die Gegend um Miami hier ein bisschen anzusehen? Ja, ich hatte das Glück, dass ich gemeinsam mit meiner Familie schon eine Woche vor der Veranstaltung anreisen konnte. Und wir haben natürlich ein bisschen uns die Everglades angeschaut und waren auf den Keys und haben vor allem das Sommerwetter genossen, weil wenn wir jetzt zurückkommen, haben wir europäischen Winter. Prima. Haben Sie denn bestimmte berufliche Ziele für die Zukunft? Ja, es ist bei mir steht schon an, dass ich vielleicht eines Tages diese Seminartätigkeit ein bisschen reduziere zugunsten von mehr Arbeit zu Hause. Mhm. Ich habe ein bisschen bin ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Im vergangenen Jahr habe ich für den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger ein Online-Portal zum Thema Rechtschreibung verfasst und ich fand es auch attraktiv, ein bisschen häufiger zu Hause zu sein. Ich hatte nur im Vorfeld Gelegenheit, kurz mit Ihnen über dieses Portal zu sprechen und fand das unheimlich interessant. Mhm. Wollen Sie da vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Ja, Sie müssen sich vorstellen, dieses neue Regelwerk weist 3000 Variantenschreibungen auf. Variantenschreibung heißt, es gibt für ein Wort zwei Schreibweisen identische Bedeutungen. Nehmen wir mal das Wort aufwendig, man kann es mit E oder mit Ä schreiben. Das bedeutet dann in der Praxis, dass ein Zeitungsredakteur die eine Form verwendet, die Kollegin nimmt die andere, beide schreiben richtig und trotzdem kommt die Tageszeitung mit unterschiedlichem Erscheinungsbild heraus. Und deswegen haben sich die großen Wörterbuchverlage Warek und Duden und die deutschsprachigen Nachrichtenagenturen entschieden, sich auf eine Schreibweise zu verständigen. Und dieses Portal funktioniert so, Sie wissen beispielsweise nicht, wie man das Wort Schifffahrt schreibt, dann geben Sie das Wort Schifffahrt ein mit irgendeinem Rechtschreibfehler. Das Programm erkennt aber, was Sie meinen und liefert Ihnen die korrekte Schreibung. Und wenn es eine Variantenschreibung ist, können Sie abrufen, was empfiehlt dann der Duden, was empfiehlt der Warek und was empfiehlt die deutsche Presse. Und wenn Sie dann noch Lust und Zeit haben, können Sie darüber hinaus die Regel aufrufen und noch, was weiß ich, 100 analoge Fälle. Und das ist speziell für die Zielgruppe der Vielschreibenden, die einheitliche Texte produzieren möchten. Das Portal ist im Aufbau begriffen. Wir haben bislang erst 4000 Einträge. Das muss natürlich fortgeschrieben werden, aber es ist ein guter Anfang. Das ist ein sehr guter Anfang. Sie arbeiten nun ja wirklich sehr viel, habe ich den Eindruck. Gibt es irgendwelche Dinge, die für Sie die Work-Life-Balance ausmachen? Wie schaffen Sie das mit so vielen Seminaren und so viel Arbeit? Ja, also es ist schon so, dass es nur geht mit einer gewissen Disziplin, mit genug Schlaf. Und ich habe auch meine Auszeiten, ich habe ein schulpflichtiges Kind und meine Auszeiten sind so, dass von Mitte Dezember bis Mitte Januar kaum Seminare in Deutschland gefragt sind, weil die Mehrzahl der Angestellten in Unternehmen oder was auch immer eben im Urlaub sind. Und dasselbe ist dann im Sommer nochmal, dass ich wirklich eine 6- bis 8-wöchige Auszeit habe. Also ich habe meine Auszeiten ohne Reise mit ganz alltäglichen Dingen wie Gartenarbeit und das brauche ich dann auch, also das normale Leben. Mhm. Sie haben hier ja zwei Vorträge gehalten, die von dem man übrigens den einstündigen Vortrag auf der Konferenz-DVD anhören und ansehen kann. Sagen Sie uns noch, worum es dabei ging? Ja, in der dreistündigen Veranstaltung auf der Pre-Konferenz habe ich mich beschäftigt mit dem Thema Efficient Proofreading for German Translators. Und in einer zweiten Veranstaltung von einer Stunde Dauer gab es eine Vorlesung zum Thema deutsche Rechtschreibung, was bleibt nach den Reformen, also nach den vielfältigen Nachbesserungen, die es gegeben hat. Zu der wir auch schon sehr, sehr gutes Feedback bekommen haben. Das freut mich sehr. Möchte ich mal gleich hinzusetzen. Das freut mich. Auch von sehr kritischen Kollegen. Das freut mich. Wurde mit großer Begeisterung aufgenommen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und auch für das Interview. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Es war mir eine sehr große Freude, dass ich hier dabei sein durfte. Ich habe das sehr genossen und auch nehme sehr viel mit nach Hause davon. Das freut uns enorm und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön.